Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Und ja, ihr seht es, ich bin auf Kadara, denn wir wollen hier jetzt noch langsam weitermachen. Die Kisten bewegen sich nicht von selbst, Leute. Was will denn der hier? Gehört diese Schönheit Ihnen? Die Tempest? Ja, die gehört mir. Großartiges Schiff. Sowas sehen wir hier selten. Colt Dalton, Dockverwalter von Kadara. Oh. Sloan hat gesagt, ich soll dafür sorgen, dass sie niemand belästigt. Ist aber nett. Nett von ihr. Und völlig untypisch. Sie müssen wichtig sein. Ja. Wie sicher ist es hier? Nun, Sicherheit ist ein Handelsgut auf Kadara. Es kommt nur darauf an, wie viel sie ausgeben wollen. Der Hafen ist waffenfrei, aber Mord gibt's in allen Formen und Größen. Immer noch besser, als außerhalb des Berges zu leben. Das reinste Niemandsland da draußen. Die Badlands, ja. Es hieß, Sie könnten mir helfen, eine Angara namens Lietta aufzuspüren. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Ich wurde für mein Schweigen großzügig entschädigt. Und ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Das verstehen Sie doch bestimmt. Wieso sollte sie dafür bezahlen, ihre Spuren zu verwischen? Es ist nicht meine Aufgabe, Fragen zu stellen. Außerdem hätte sie es mir sowieso nicht erzählt. Wir waren zwar nicht die dicksten Freunde, aber an dem Tag, als sie abgehauen ist, hat sie mich wie einen Fremden behandelt. Ich sollte Ihnen das nicht erzählen. Tun wir einfach so, als hätte ich nichts gesagt. Ja. Hey, es ist gut, mich als Freund zu haben. Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen. Reden Sie weiter. Ich könnte mich bei Sloan für Sie einsetzen. Das ist deutlich mehr wert als Credits. Abgemacht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin sie gegangen ist. Aber ich kann Sie auch nicht davon abhalten, einen Blick in meine Aufzeichnungen zu werfen. Vor allem dann nicht, wenn Sie wüssten, dass das Passwort 1837 ist. Alles klar. Danke. Keine Ahnung, was Sie meinen. Spontan würde ich sagen, wahrscheinlich ändert er es demnächst wieder, das Passwort, wa? Aber wir gucken mal nach. Danke für Ihre Zeit. Zurück an die Arbeit. Wo sind die Aufzeichnungen von diesem Doc? Ah, hier. Nee, das ist Forschungszentrum. Hey, Ryder. Hey, Ryder. Vetra. Wo sind seine Aufzeichnungen? Ja, gucken wir uns gleich an. Wir machen jetzt erstmal Phoebe-Dings da weiter. Die ist da. Ach, hier. Ja, okay. Haben wir gerade gefunden, dann machen wir das doch zuerst. Ja, in den Aufzeichnungen steht, dass Lietta nach Aya gegangen ist, um sich zu erholen. Sie war verletzt. Wenn sie auf Aya aufgenommen wurde, muss es ziemlich schlimm gewesen sein. Okay. Was ist auf Eladen geschehen? Es gibt auf Aya ein Medicenter des Widerstands. Ich denke, dort finden wir Antworten. Werden wir dann wohl mal nachgucken müssen, aber jetzt erstmal, diese furchtbar langsamen Türen hier. Und das da ist Phoebes Platz hier normalerweise. Können wir gehen? Bitte. Ja, machen wir, Phoebe, wenn ich dich irgendwie anreden kann. Warten Sie darauf, dass dieser Kroganer auftaucht? Ich muss ihm nur die Heltech abkaufen, damit ich meinen Reliktscanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Parasiten. Wenn man etwas Interessantes macht, erregt man nun mal Interesse. Ryder, bitte komm, wir haben ein Problem. Ich höre, Callow. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Peebys Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. Pock? What the fuck? Wie zum Teufel konnte das passieren? Das können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Da wusste jemand genau, was er zu tun hatte. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltech und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Terev, Pelisarias. Naja, es was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ich nehme an, die Reltech, die meine Crew an sich genommen hat, kann als adäquate Bezahlung betrachtet werden. Oh, und Sie müssen nicht auf meinen kroganischen Freund Krennit warten. Er und seine Banditen arbeiten für mich. Ta! Oh, verdammt, warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ja, Ich vermute, sie beide hatten eine Beziehung. Ja. Wieso?
Glauben Sie, sie ist auf mich fixiert oder so? Um meinen Scanner fertigzustellen, brauche ich Zugriff auf die Speichereinheit in POG. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber Sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Hey, wir stehen das gemeinsam durch. Danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir POG zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Und mal ehrlich gesagt, ich bin sehr daran interessiert, wie diese Bitch, passt in dem Fall einfach, auf mein Schiff gekommen ist, einfach so. Mann, sorry. Hallo? Ja, auf jeden Fall, sind wir hier wohl erstmal wieder fertig. Auf Kadara. Und ja, legen mal wieder ab. Und diese Loyalitätsmission von Phoebe ist wirklich ein einziges Umhergereise. Gut, dass wir keine Spritkosten haben, Phoebe. Ich weiß echt nicht, wie wir das noch sonst vernünftig zahlen könnten. Mal gucken, ob sie gleich was Neues hat für mich. Was interessiert mich jetzt langsam echt? Alle Systeme im grünen Bereich. Ja. Danke. Ich meine es ernst. Danke. Ich bin noch dabei, alles zu sortieren, aber seit unserem Gespräch fällt es mir leichter. Keine Ahnung, was die anderen Asari jetzt von Sarissia halten werden. Werden sie ihrer Einschätzung folgen, welche Planeten besiedelt werden sollten? Werden sie ihr gegen die Cat folgen? Wir werden es wohl abwarten müssen. Lassen Sie uns bis dahin ein paar Bösewichte angreifen, ja? Cora, PS, danke für die Umarmung. Ich habe sie mehr gebraucht als gedacht. Sie sind gut darin. Danke. So, was haben wir hier noch? Lieutenant Hyderia. Hey, Ryder. Kennen Sie mich noch, Hyderia? Wir haben uns bei Ihrem hübschen kleinen Außenposten unterhalten, während ich mich um die Evakuierten von unserer Arche gekümmert habe. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir fliegen nach Hause. Nachdem die Luciana wieder auf dem Nexus ist, haben sie die Leute und ihre Shuttles, um uns heimzufliegen. Es heißt, dass das ohne sie nicht möglich gewesen wäre. Das glaube ich sofort. Danke für alles. Definiere nach Hause. Dann gucken wir mal. Die haben mir echt den Bot geklaut. Arme Phoebe. Ja, dann geht's da gerade tatsächlich mal wieder nicht weiter. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg hierhin und gehen dann mal bei Charles Mission weiter nach. Machen das dann ins Archiv rein und werden nach Aya fliegen. Wenn wir da nicht weiterkommen. Guck mal, Kadara ist komplett leer, was Missionen angeht. Das ist doch hammergeil. Wo ist denn Aya nochmal? Da hinten ist Aya. So. Auf, auf. Auf der Aya. Ja, auf Aya mit der Moschea sprechen. Und ich glaube, nach der Folge werde ich dann auch mal wieder aufhören, eine Aufnahmepause einlegen. Irgendwie werde ich gerade langsam etwas müde. Jarl würde ich gerne mitnehmen. Oh, wahrscheinlich brauche ich das hier noch gar nicht. Stimmt, auf Eier haben die ja erstmal Landurlaub, die Leute.
So. Oh, jetzt gucken, was haben wir denn hier alles so? Oh, wir haben hier eine neue Sache. Die gucken wir uns mal an. Und dann haben wir die Botschaft der Andromeda-Initiative besuchen. Die Eier. Das Musikinstrument abgeben. Habe ich das einfach schon gefunden? Und jetzt gucken wir mal kurz. Das hier ist das nächste von hier aus. Was ist denn das hier? Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Mein Name ist Mirixis. Ich bin Pilot der Initiative und liefere Vorräte an Ihre Außenposten. Was führt Sie nach Aya? Es gibt einige lebenswichtige Güter, die nur auf Aya erhältlich sind. Okay. Ich warte auf die Genehmigung, die Stadt zu betreten, aber es dauert zu lang. Natürlich verstehe ich die Vorsicht der Angara, aber die Außenposten brauchen diese Dinge. Und ich muss sie Ihnen besorgen. Sofort. Mich lassen Sie in die Stadt. Ich könnte Ihnen helfen. Vielen Dank. Als erstes braucht Eos eine Möglichkeit, Lebensmittel zu produzieren, um für eine wachsende Bevölkerung gewappnet zu sein. Aha. Sie hätten gern Kiloa-Samen, um die Pflanze selbst anbauen zu können. Es gibt hier eine Agrarwissenschaftlerin, die sie uns vielleicht verkaufen würde. Ich werde Ihnen diese Samen besorgen. Einige ja. Siedler auf Kedera leiden an einer bakteriellen Infektion. Um sie zu bekämpfen, brauchen sie angaranische Antibiotika. In der Stadt müsste es eine Ärztin geben, die uns weiterhelfen könnte. Okay. In Ordnung. Ich werde die Medikamente sofort besorgen. Das ist wahrscheinlich einfach. Der Wasserreiniger auf Eladen kann der Nachfrage nicht nachkommen. Die Siedler haben deshalb um einen dieser angaranischen Ionenfilter gebeten. Es gibt hier einige Techniker, die an den Aquädukten arbeiten. Ich wette, sie haben, was wir brauchen. Alles klar. Ein Filter. Kommt sofort. Das ist, vorsichtig gesagt, nicht gerade wenig. Und warum hast du immer noch ein Ausrufezeichen? Pathfinder. Es gibt noch weitere Außenposten, die ihre Hilfe brauchen könnten. Okay. Volts Energienetz hat mit Ausfällen an Solarzufuhr zu kämpfen. Ein Solarverstärker müsste es allerdings stabilisieren. Die hiesigen Solartechniker könnten die benötigten Teile vorrätig haben. Hm. Okay, mal sehen, was ich auftreiben kann. Haben wir jetzt alles? Ja, jetzt ist es weg. Gut, dann wollen wir mal gucken. Na, dann laufen wir jetzt einmal quer durch die Stadt und dann schauen wir mal, in welcher Reihenfolge wir das alles ablaufen hier. So, lass doch mal kurz gucken. In welcher Reihenfolge laufen wir das dann hier ab? Also als erstes gehen wir wohl mal nach diesen Solarverstärkern fragen. Die sind da vorne. Sorry, aber ich muss hier jedes Mal an Wellnessurlaub denken. Wenn man Aya besucht. Es ist schon echt schön hier. So, gehen wir hier mal nachfragen. Hallo. Sind Sie für die Sonnenkollektoren zuständig? Falls ja, hätten Sie eventuell einen Solarverstärker übrig? Keinen so großen wie diese hier, aber ich habe noch einen kleineren. Brauchen Sie ihn? Aha, wir müssen also wieder einkaufen hier. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir. Sollen ja auch was davon haben, ne? So, nächster Halt ist dann wohl, ja, gehen wir erstmal oben hin, die Botschaft besuchen. Na, wenn man uns hier schon eine Botschaft einrichtet, dann sollte ich als Pathfinder echt mal vorbeischauen. Auch wenn ich gerade echt, auf dem Schiff laufe ich ja gerne so rum, aber hier jetzt kommt schon irgendwie, fast schon zulässig, ne? Aber... okay. Jedes Mal die Uniform wechseln ist ja auch blöd. Botschafterin, ich hoffe, die Ankunft unserer Leute auf Aya ist reibungslos verlaufen. Ja, die Angara waren äußerst freundlich. Es ist alles bestens. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ten, Ende. Ich habe gerade zum ersten Mal einen Direktor belogen. Pathfinder, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Botschafterin Riala, oberste Diplomatin der Initiative auf Aya. Ich wurde speziell für diese Aufgabe aus dem Kryoschlaf geholt. Das war ein ziemlicher Weckruf. Ja, das glaube ich. Ich weiß, wie es ist, direkt aus der Kryokapsel ins kalte Wasser geworfen zu werden. Bei Ihnen war es weitaus schlimmer. Mein Beileid zu Ihrem Verlust. Wie man hört, verdanken wir Ihnen unsere neuen Beziehungen zu Aya.
Das ist unsere größte Chance auf eine Allianz. Jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass unsere Leute alles kaputt machen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Oh ja, bitte. Wenn irgendetwas nicht stimmt, muss ich davon wissen. Sie haben recht. Und vielleicht können Sie mir ja sogar helfen, es in Ordnung zu bringen. Es gibt hier einen salarianischen Botaniker namens Service Lynn, der herauszufinden versucht, wie wir unsere Ernteerträge erhöhen können. Soweit, er hat okay. mir eine dringende Nachricht geschickt, in der er behauptet, ein Mitglied des angaranischen Widerstands hätte ihn bedroht. Was ist passiert? Ich bin mir nicht sicher. Service ist zwar ein exzellenter Wissenschaftler, hat aber leichte Kommunikationsdefizite. Ich fürchte, die Sache könnte eskalieren, wenn sie nicht geklärt wird. Allerdings kann ich keine Mitarbeiter entbehren. Ich gehe hin. Ich könnte die Sache klären. Beide Seiten akzeptieren mich. Das wäre ausgesprochen hilfreich. Mit ein wenig Glück können wir vielleicht eine weitere Eskalation verhindern. Na, bitte, 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 ja. Ist abgesehen von der Sache mit Service Lynn alles in Ordnung? Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ehrlich gesagt, ja. Direktor Tan hat mich mit einem Projekt betraut. Na, super. Er will, dass mehr Einwohner Ayas auf der Nexus leben. Er denkt, das würde unsere Partnerschaft stärken. Und einige Angara haben auch schon Interesse bekundet. Aber keiner von ihnen ist bereit, auf der Nexus zu leben, ohne zuvor mit ihnen gesprochen zu haben. Warum mit mir? Das fragen sie noch, nach allem, was sie geleistet haben. Ich wollte sie eigentlich nicht damit behelligen, aber sie haben gefragt. Ich sage ihnen, wo sie die Kandidaten finden. Und ich wäre ihnen dankbar, wenn sie von diesem Austausch überzeugen könnten. Ja, warum nicht? Klingt doch gut. Welches Ziel verfolgen wir hinsichtlich Aya? Ein starkes Bündnis ist alles, was wir uns wünschen können. Und darauf arbeiten wir hin. Helios ist die Heimat der Angara. Sie geben die Bedingungen dieser Partnerschaft vor, nicht wir. Wir brauchen sie als Verbündete und sie könnten auch von uns profitieren. Aber wir müssen behutsam vorgehen. Um ihnen zu zeigen, dass wir keine Invasoren sind. Genau. In der Geschichte war es oft so, dass bei der Begegnung zwischen zwei Zivilisationen eine von beiden ausgebeutet oder vernichtet wurde. Ja. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Bin ich sehr dafür. Was mir übrigens gerade durch den Kopf geht, ist, in Mass Effect 1, 2, 3 hat man ja durchaus gelernt, dass so Asari für jeden ein wenig anders aussehen, vor allem für jede Spezies. Wie zum Geier sieht wohl so ein Asari, die für mich ja recht menschlich aussieht, wohl für die Angara aus? Also das wird mich jetzt schon interessieren. Wie viele unserer Leute dürfen in die Stadt? Nur wenige und auch nur aus bestimmten Berufsgruppen. Wissenschaftler, Techniker und Gelehrte. Die Angara haben sich bereit erklärt, einige unserer Leute in ihren Forschungsanlagen auf Aya arbeiten zu lassen. Das cool. ist ja fantastisch. Ja, es ist mehr, als ich erwartet hatte. Tan will zwar, dass ich die Angara dazu überrede, auch soziale Besuche zu gestatten, aber da bin ich eisern. Wir ja, noch müssen nicht. Uns an ihr Tempo halten. Angesichts ja. der Umstände sind sie uns ohnehin schon enorm entgegengekommen. Das sehe ich auch so. Ich werde sie auf keinen Fall zu etwas drängen, das sie nicht wollen. Ja. Gut, gute Frau, gute Frau. Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls Sie etwas brauchen. Ist wohl die richtige für den Job gewesen hier, ha? Reynolds! Den Erschöpften gönnt man keine Ruhe. Was macht der denn hier? Ist ja witzig. Ja, also die haben wir besucht, das haben wir auch schon mal erledigt dann. Dann schauen wir mal nochmal. So, da sind dann wohl... Ah ne, die Samen. Also müssen wir erstmal runter auf den Markt wieder. Gehen wir so rum, zurück auf den Markt. Da. Setz doch mal die Kopfhörer auf, dann haben wir wenigstens Mucke oder so, ha? Whee. So. Dann schauen wir mal, ob du uns helfen kannst. Die Frage erscheint Ihnen vielleicht merkwürdig, aber Sie haben nicht zufällig Kiloa-Samen, oder? Ich? Doch, habe ich. Brauchen Sie welche? Klar, kaufen wir ab. Und hier war doch direkt noch wer. Ist das hier so ein Kandidat?
Sie sind einer von Botschafterin Riellas Kandidaten für eine Versetzung auf die Nexus. Oh, cool. So ist es. Schön, dass Sie sich endlich mal blicken lassen. Kommen wir gleich zur Sache. Ich habe mir schon mein ganzes Leben lang gewünscht, Aliens kennenzulernen, die mich nicht töten wollen. Aber meine Familie lebt hier. Wie kann ich mit ihr in Verbindung bleiben, wenn ich auf die Nexus umziehe? Der Tonfall, Junge, ey, der Tonfall. Sie können Ihren Angehörigen Nachrichten schicken oder über unser Comm-System mit ihnen reden. Wenn Sie möchten, könnten wir auch einen Besuch arrangieren. Sie haben verstanden, worum es mir geht. Natürlich. In Ordnung, ich bin dabei. Natürlich habe ich verstanden, worum es ihm geht. Ich meine, hallo. Familie ist den Angara sehr, sehr wichtig. Das habe ich inzwischen kapiert, ja. So, wen haben wir da? Ionenfilter. Wellnessurlaub. Arbeiten Sie hier an der Wasseraufbereitung? Ich habe das System entwickelt. Oh, cool. Könnten Sie mir einen Ionenfilter verkaufen? Unsere Leute auf Eladen brauchen ihn dringend. Wenn Sie zäh genug für Eladen sind, haben Sie Hilfe verdient. Hier. Yes. Sieht irgendwie eher aus wie so ein, keine Ahnung, HDMI auf DVI-Adapter oder so. Entschuldigung. Ja. So, nächster Halt würde dann wohl hier sein. Ja, und Drake und Liam sind wieder am Saufen. Was auch sonst. Ach, er ist das. Ich kann so nicht arbeiten. Was muss ich eigentlich noch tun, damit man mich in Ruhe lässt? Botschafterin Riella wollte, dass ich nach Ihnen sehe. Sie haben gemeldet, dass Sie von jemandem aus dem Widerstand bedroht wurden. Erzählen Sie mir genau, was passiert ist. Ich wusste nicht, dass Riella den Pathfinder schicken würde, auch wenn es natürlich absolut angemessen ist. Also, ich war gerade dabei, die Photonenstreuung durch die Sonnendächer zu messen, als ich von diesem Kretin unterbrochen wurde. Und als ich ihn daraufhin bat, mich in Ruhe zu lassen, wurde er ausfallend. Er meinte, ich wäre schuld, dass sein Freund tot ist. Das ist doch lächerlich. Okay. Merkwürdig, dass er so etwas gesagt hat. Und wie genau hat er sie bedroht? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht mit dieser riesigen Waffe, die er bei sich hatte? Er hat sich fürchterlich aufgeregt und mich mit einem Cat verglichen. Er wollte mich töten. Das konnte ich in seinen Augen sehen. Die gesamte Unterhaltung ergab überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, er war betrunken. Ich will gar nicht sagen, dass Sie Unrecht haben, aber schalten Sie mal einen Gang zurück. Wir sind hier Gäste. Ganz genau. Wir sollten uns so etwas überhaupt nicht bieten lassen müssen. Als er wieder gegangen ist, habe ich ihn mit Infrarotfarbe aus meinem Probensatz markiert. Sie ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Mit einem Scanner aber schon. Okay, ich werde die Leute beim Hauptquartier des Widerstands scannen. Vielleicht finde ich ihn ja. Sie sollten auf Aya unsere Interessen vertreten. Also los, vertreten Sie sie. Ich habe zu arbeiten. Ich würde ihm am liebsten einen reinhauen, oder? Echt jetzt mal. So, schauen wir mal, was wir hier noch so abgeben können. Du und der Pathfinder, ihr scheint euch nahe zu stehen. Ja, ich schätze seine Hilfe sehr. Das meinte ich nicht. Hast du keine Scherben zu katalogisieren? So. Hallo. Pavor, ich bin froh, dass Sie endlich in die Stadt dürfen. Sie haben es sich verdient. Das hier ist Ayas Kulturmuseum und Geschichtsarchiv. Weiß ich das doch. Das ist zwar nur klein, aber Sie haben ihm bereits zu mehr Glanz verholfen. Oh. Ja, noch darf ich wohl nichts abgeben. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reiten... Ja, reicht schon. Wo ist die andere jetzt hin? Hä? Warum hat sie eine Markierung? Das Musikinstrument... Probieren wir das nochmal kurz.
Hallo Pathfinder. Haben Sie gute Nachrichten für mich? Ist das hier Angaranisch? Ich habe es auf einer ihrer Heimatwelten gefunden. Bei der Sonne. Das ist ein altes Rivan. Ein Musikinstrument. Es benutzt die Energie im Körper eines Angara, um Musik zu machen. Cool. Es gibt sie heute noch, aber sie sind nicht so schön. Die Lieder, die damit gespielt wurden, sind vermutlich längst verschollen. Wie viel Kultur haben wir vergessen? Kunst, Musik, Geschichten. Alles weg. Dank Ihnen wird nicht alles verschwinden. Ja, ich kann ziemlich entschlossen sein. Das bewundere ich. Was sagen Sie jetzt? Nee, passt schon. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Dankeschön. So, was haben wir noch? Da ist doch noch irgendwo... Ein Hol oder Tempest? Am Tag 45 im Revolutionsjahr 896 landete das Schiff Tempest auf Aya und unser Volk stellte den Erstkontakt mit intelligentem Leben aus einer anderen Galaxie her. Einem Menschen, der Pathfinder Rider genannt wurde. Cool! Wie geil! Etwas über uns schon im Museum. Pathfinder! Botschafterin Riella dachte nicht, dass sie Zeit für mich haben würden. Ach klar. Sie sagte, sie wollten sich unterhalten, bevor sie sich bereit erklären, auf der Nexus zu leben. Dieses Angebot ist eine einmalige Gelegenheit für mich. Ich bin Anthropologin, konnte bisher aber nur mein eigenes Volk studieren. Ich habe gehört, dass die Nexus verschiedene Spezies und Kulturen beherbergt. Das wird faszinierend sein und möglicherweise gefährlich. Bakterien, Viren, andere Krankheitserreger... Meine Familie macht sich Sorgen um mich. Sind Sie sicher, dass mir nichts passieren wird? Aber, naja, Garantien gibt's eigentlich nie, aber, naja. Wir werden alle nur möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Aber eine fremde Umgebung stellt immer ein Risiko dar. Ich weiß Ihre Ehrlichkeit zu schätzen. Und meine Familie wird es ebenfalls tun. Ich werde Sie davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Danke. Bitte, bitte. Ach, guck mal. Nee, das ist ein Alon. Wäre anders. Was haben wir hier sonst noch so? Die Tür ging noch... Oh, hallo Phoebe! Es ist schön, wie sich unsere Leute aus der Milchstraße unter die Angara mischen. Die Beziehung zwischen unseren Spezies steht noch am Anfang, aber ich hoffe, sie entwickelt sich so weiter. Wir haben eine wunderbare Gelegenheit. Und eine große Verantwortung. Wow, das klingt ja richtig inspirierend. Sie können den Diplomatenmodus nicht abschalten, wenn er einmal aktiv ist, was? Kleiner Scherz, Ryder. Weiter so. Klar doch. Plöpp. Taucht er einfach auf. Die Tür war bisher immer zu. Ephra hätte zu mir kommen sollen. Shh, Axul, es geht mir gut. Sie wären beinahe gestorben. Was hat er hier zu suchen? Ah, Axul. Ich habe die Moschei gebeten, ein Treffen zu arrangieren. Ich will keine Feindschaft zwischen uns. Ist das wahr? Axul, Ryder hat mich aus der Gewalt der Cat befreit. Er hat sein Leben riskiert, um... Sloane Kelly hat Kadara gerettet. Und sehen Sie es sich jetzt an. Kadara ist ein echt beschissenes Beispiel, ja. Ich will, dass wir Verbündete sind. Gleichberechtigte Verbündete. Sie behandeln nicht mal ihre eigenen Leute wie Gleichberechtigte. Haben sich die Kroganer nicht deshalb von ihnen abgewandt? Woher wissen Sie? Ich habe sie beobachtet. Sie sind Invasoren. Genau wie die Cat. Nur weniger vorsichtig. Was soll das heißen? Das werden Sie noch früh genug herausfinden. Sie dürfen ihm nicht vertrauen, Shovan. Axul. Er war nicht immer so. Früher war er wissbegierig, brillant. Aber die Cat, selbst ohne den Aufstieg, verändern sie uns. Tja. Es ist noch nicht zu spät, ihn zur Vernunft zu bringen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gerne ich das glauben würde, aber sein Hass auf Aliens... Ich werde ihm beweisen, dass man uns trauen kann. Ich hoffe, es gelingt ihm. Ryder, wir haben gerade eine Notfallaufzeichnung von EOS erhalten.
Kommen Sie in den Meetingraum, wenn Sie wieder auf der Tempest sind. Oh oh. Ja, ich würde sagen, das klingt alles andere als gut und das werden wir halt bei Gelegenheit noch schauen müssen. Den Raum hier untersuche ich jetzt noch zu Ende. Ah ja, Gewölbepläne. Ah, das ist also nur ihr eigenes Reich hier in dem Museum scheinbar. So, was haben wir hier? Beginn des Diktats. Trotz jahrelanger Beschäftigung mit diesen Gewölbeplänen bleibt mir ein Großteil immer noch verschlossen. Und dabei haben wir wirklich alles versucht. Aber nach dem, was passiert ist, ist es vielleicht auch besser, das Gewölbe in Ruhe zu lassen. Wir haben so viel Zeit auf Aya verbracht, um möglichst viel über die Relikte und ihre erstaunlichen Konstrukte in Erfahrung zu bringen. Ich sehe in diesen Reliktplänen unsere Zukunft. Vielleicht ist es nur Intuition, wenn auch eine wissenschaftlich fundierte, aber sie ist hiermit für die Ewigkeit festgehalten. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Notizen über den Aufstieg. Die Frage ist nicht, wie uns die Cat genetisch verändern, sondern warum. Wenn der Aufstieg ihr Reproduktionsprozess ist, sind die Cat ein Beispiel für Ineffizienz. Wenn sie eine Lebensform in etwas vollkommen anderes verwandeln können, müssen sie auch fähig sein, Klone zu erschaffen. Würde das nicht zufriedenstellendere Ergebnisse erbringen, insbesondere für eine derart xenophobische Kultur? Das Ziel, den grundlegenden Genpool der Cat durch nützliches Genmaterial anderer Spezies zu erweitern, ist keine hinreichende Erklärung für den enormen Aufwand, den sie betreiben. Der Aufstieg ist ein langer und arbeitsintensiver Prozess. Was ich in ihrer Einrichtung gesehen habe, hat sich nicht nach Massenproduktion angefühlt. Es war ein beinahe religiöser Vorgang. Es gibt noch so vieles, was ich an unserem Feind nicht verstehe. Ja, das war's dann. Ich guck mal, ob ich nochmal mit ihr irgendwas reden kann. Ich habe ein Gerät gefunden, mit dessen Hilfe Vane mit dem Archon kommunizieren konnte. Ich denke, wir können es verwenden, um den Nav-Punkt dieses Cat-Flaggschiffs zu ermitteln. Dann müssen Sie jetzt nur noch an Bord gehen, die Meridian-Reliquie stehlen und unversehrt entkommen. Sie waren schon einmal dort. Können Sie mir sagen, worauf ich mich einstellen muss? Ich habe nur wenig gesehen. Gänge, den Verhörraum, meine Gefängniszelle. Für Feinde der Cat ist das Schiff des Archons ein Ort der Qualen und des Todes. Niemand hat so etwas je zuvor gewagt, doch sie müssen Erfolg haben, um unser aller Willen. Es gibt noch etwas anderes, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Danke, dass Sie Vane Tariff auf Kedera befreit haben. Ich habe gehört, Sie hätten ihn dadurch vor der Hinrichtung bewahrt. Was wird jetzt aus ihm? Haben Sie hier so etwas wie Gefängnisse? Ephra war der Meinung, er müsse bestraft werden. Also habe ich vorgeschlagen, ihn in Ayas Gärten arbeiten zu lassen. Nachdem er so lange von Tod umgeben war, muss er wieder eine Verbindung zum Leben aufbauen. Eine echt gute Idee. Haben Sie irgendeine Idee, wie wir die Cat endgültig besiegen könnten? Die eigentliche Frage ist, was wir unter einem Sieg über sie verstehen. Ihre vollständige Auslöschung? Unwahrscheinlich, verlustreich und moralisch zweifelhaft. Ihre Vertreibung? Wie sollte uns das gelingen? Und was würde sie davon abhalten, wieder zurückzukehren? Naja, ich schätze, eine friedliche Koexistenz können wir jedenfalls ausschließen. Es gibt so vieles, das wir noch nicht wissen. Die Cat sind kein einfaches Problem. Wir können sie also auch nicht auf eine einfache Lösung reduzieren. Nee, wahrlich nicht. Ich wüsste gerne mehr über sie. Was an mir interessiert Sie denn? Alles. Woran arbeiten Sie im Moment? Ich dachte, eine Gefangene der Cat zu sein, wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Bis ich gesehen habe, wie viel Arbeit hier liegen geblieben ist. Avela kommt ständig zu mir und fragt, ob ich kurz Zeit hätte. Wenn das so weitergeht, werde ich den Rückstand nie wieder aufholen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich bin mit allem und nichts beschäftigt. Wir werden sehen, was sich letztlich durchsetzt. Sie sind Expertin auf vielen Gebieten. Relikte, Cat, Dinge, von denen ich noch nie gehört habe. Das ist wahr. Warum? Möchten Sie mein Schüler werden?
Wäre das möglich? Ich konnte mich nämlich nicht sonderlich gut auf meine Aufgabe vorbereiten. Überhaupt nicht, um genau zu sein. Umso beachtlicher, wie gut Sie sie erfüllen. Es gibt zwei Arten von Wissen. Jenes, das uns das Universum lehrt, und das, was bereits in uns steckt. Sie haben das Wesentliche verinnerlicht. Alles Weitere können Sie im Laufe der Zeit lernen. Und kann ich jetzt dein Schüler werden oder nicht? So, weil wäre schon irgendwie cool. Haben Sie schon immer auf Aya gelebt oder stammen Sie von einer anderen Welt? Ich wurde auf einem Forschungsschiff im All geboren. Meine Eltern waren Entdecker. Sie sind nie lange an einem Ort geblieben. Und auch meine eigene Arbeit hat mich viele Male auf sämtliche Welten geführt. Sie alle versuchen, Anspruch auf mich zu erheben. Aber wenn ich ehrlich bin, mein Lieblingssessel steht hier. Sie und mein Crewmitglied stehen sich nahe. Haben Sie irgendeinen Rat für mich? Irgendwelche Tipps? Er redet im Schlaf. Oh, Ihr Gesichtsausdruck ist unbezahlbar. Jarl ist ein ehemaliger Schüler. Er war einer meiner Lieblinge, war leider ein hoffnungsloser Fall. Aber er hat das Herz am rechten Fleck und eines kann ich Ihnen sagen. Sie können sich glücklich schätzen, ihn bei sich zu haben. Ja, das denke ich wirklich auch, ja. Mein Translator kann mit Ihrem Titel Moshai nichts anfangen. Das liegt vermutlich daran, dass es kein Titel ist, sondern eine Referenz. Auf unser Volk aus mythischen Zeiten vor der Geißel. Den Legenden zufolge hatten wir einst viele Moshai. Meisterhafte Erfinder von unfehlbarer Weisheit, geleitet von grenzenlosem Mitgefühl. Wow, es muss schwer sein, dem gerecht zu werden. Es ist einfach Unsinn. Ich weiß nicht mehr, wer damit angefangen hat, mich Moshai zu nennen. Nur noch, dass ich ihm sagte, er soll die Klappe halten. Zu meinem Leidwesen ist der Name aber hängen geblieben. Obwohl, in letzter Zeit kommt er mir ganz gelegen. Die Moshai zu sein hat auch Vorteile. Ja, ich glaube auch. Wenn die Cat fort sind und wir all diese Welten bewohnbar machen, was werden die Angara dann tun? Das hängt davon ab, wen sie fragen. Wir sind Individuen. Paran wird weiterhin Hoffnung und Optimismus verbreiten. Was Ephra tun wird, wenn er keinen Feind mehr hat, den er bekämpfen kann, weiß ich nicht. Er wird sich jedenfalls kaum zur Ruhe setzen. Und was mich betrifft, vielleicht werde ich einfach verschwinden. Das machen die Leute doch, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, oder? Danke, ja, warum nicht? Wenn du eine Mitfluggelegenheit brauchst zum Verschwinden, ne, meld dich. Da sorge ich doch gerne für. So, wie dem auch sei, Blick auf die Uhr, ich habe wieder ein bisschen überzogen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, machen hier dann weiter und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.